Wenn ich diese Umbra-Nutzerin sehe, führe ich sie selbst ab. Mit Abführmittel? Mit Abführmittel, genau. Eisenhaltiges Abführmittel, Handschellen. Scheiße! Das ist gut! Er hat gerade gehauen! Ja, genau. Ja. Zeuge, ihr seid in einem Gerichtssaal, zeigt etwas Respekt. Oh Mann. Was? Siehst du nicht, dass ich das brauche, um meine Laune zu verbessern? Es ist die beste Medizin. Juhu! Oh, Leblichtrunk, der Vidians Geist schon wieder in die Hose beißt. Ach so, nee. Oh, Lieblichtrunk, der Vidians Geist belebt, schon wenn dessen Duft in seine Nase schwebt. Das ist der Trunk für Vidians Geist, auf den er, hin er sich in die... Achso, weil das ist Abführmittel. Was auch immer. Das ist reine Zeitverschwendung. Ich könnte mich hier entscheiden... Und der totale Schwachsinn, Mann. Ja. Zeugen, führt eure Aussagen ab. Okay, also, Zeitverschwendung war da. Irgendwie ist mir kalt. Ah, Moment. Bla 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 bla. Entscheidende Widersprüche, also müssen wir nochmal. Warte! Nö. Ja, aber... Nö, was? Ich wollte wissen, was Lukes tolle Idee war. Ach so, weiß ich nicht. Egal, brauchen wir nicht. Auf jeden Fall, der hat was Eigenartiges. So. Wer? Die Hexe hat Umbra benutzt. Konnte sie gar nicht. Welche Zaubersprüche waren im Stab nochmal drin jetzt? Sie dürfen lesen. Ach stimmt, habe ich jetzt, ja, ich habe oben gelesen, das Grüne. Und gedacht, hä, ja, und? Stimmt, ja, dann präsentieren. Ja. Ihr scheint hier etwas nicht zu verstehen, Herr Vidian. Der Umbra-Kristall im Hexenstab ist eine Fälschung. Der Umbra-Kristall im Hexenstab ist eine Fälschung. Der Kristall ist nutzlos. Genau wie seine Aussage. Hä? Das heißt, eure Aussage hat weder Hand noch Fuß. Nur einen Torso. Und einen Kopf. Und Arme und Beine eigentlich auch. Ja, nur Stummel halt. Naja, aber immerhin, Moment, also das Ding hat weniger als Lateness hatte, als sein Arm ab war. Es hatte nicht mal einen Fuß. Ja, das andere, was er sagt. Da spricht wohl der Abscheu. Der oder die Abscheu? Ja, das frage ich mich auch gerade. Das hat Abscheu. Gesagt, da spricht Abscheu aus ihm. Da spricht Abscheu aus ihm. Hallo, ich bin Abscheu. Du sollst nicht immer aus mir sprechen, verdammt nochmal. Jetzt mache ich den Mund zu. Was? Abscheu. Abscheu, Abscheu, keiner kann ihn leiden. Nee, wie war das? Ja. Abscheu, Abscheu, niemand kann ihn leiden. Ich meine, sonst haben wir ja keinen, aber heute haben wir mal einen. Abscheu. Eine Abscheu, ein Abscheu. Ach, was weiß ich. Ich weiß auch nicht. Ist ja nur Deutsch. Ja, braucht keiner. Wieso sollten wir das können? Ignoriert und verschmäht, keiner will ihm glauben. Kann Vidian hier sich wohl Demut erlauben? Da weiß ich's, aber es ist der Demut. Der Bruder vom Helmut. Und ich weiß nicht, das ist der Cousin von Mahmud. Aber der ist Motivationscoach. Es dauert einen Moment. Ja, also ehrlich gesagt hätte ich da jetzt auch nicht dran denken sollen, sondern...
sondern... Du hättest dem Prozess lieber folgen sollen. Haltet ihn! Er hat die Gerichtsakte geklaut. Wer? Laborchef Dr. Klenk. Nein, der Prozess. Juhu! Ihr sollt doch dem Prozess folgen. Taxifahrer, folgen Sie dem Prozess. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, du steigst in ein Taxi ein und da laufen gerade Nachrichten und du sagst zum Fahrer, folgen Sie dieser Sendung. Dann fragt er dich erstmal nach der Sendungsverfolgungsnummer. Können wir bitte weitermachen? Ja, von mir aus. Okay. Nun, da wir dies hinter uns gebracht haben, Inquisitor Flammenberg. Können wir ja jetzt das Urteil sprechen. Verbrennt sie! Wie oft dieser Richter aber auch immer das Urteil schon vor einem sprechen will, ne? Oder überhaupt immer die Richter. Ja. Nee, der eigentlich ja nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ja, auch wieder wahr. Aber er sagt öfters mal, dass das einleuchtend ist, auch wenn es das nicht ist. Das ist Labyrinthia-Logik. Stimmt. Ja. Die aber auch in den normalen Phoenix-Teilen dann immer angewandt wird. Dieser Hexenstab wurde nicht am Ort des Verbrechens gefunden, als Herr Victor ermordet wurde. Ist das richtig? Für wahr. Wir gingen allerdings davon aus, dass damals Umbra benutzt worden war. Ist aber nicht so, wissen wir doch. Doch der Umbra-Kristall war eine Fälschung! Ja, warum muss er da unbedingt Einspruch rufen? Das wissen doch alle. Dies wurde heute zweifelsfrei bewiesen. Geltungsbedürfnis. Mhm. Weiterhin haben wir durch Cookies Aussage herausgefunden, dass der Zauberspruch... Weiterhin haben wir Cookies durch die Aussage herausgefunden. Nom nom nom. Dass der Zauberspruch... Heute habe ich leider keinen. Cookie? Letzten Mal hatte ich immer einen, aber ich habe heute vergessen, Tee zu kochen. Oh. In meiner tollen Tasse. Hast du die Tasse jetzt eigentlich mal gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Sehr schön. Dann kriegst du jetzt mal mein Beileid. Juhu! Dass der Zauberspruch Goldor benutzt wurde? Ja. Die Tatsache, dass wir am Tatort eine grüne Wand gefunden haben, unterwandert dies. Das sind keine Steine in der Wand. Ja, dass wir am Nur Tatort Holz. Eine grüne Mauer gefunden haben, unterwandert dies. Einspruch. Boah! Krass. Alter. Diese Wand muss nicht unbedingt schon gemauert worden sein. Nee, vor 3 Monaten grün angemalt worden sein. Außerdem, niemand kann durch ein solch kleines Portal passen. Ich kenne was, das durch solch ein kleines Portal gerade so passen würde. Cookie. Stimmt. Ich dachte eigentlich an was anderes, aber ja, du hast recht. Das macht Sinn. Cookies. Ja, das ist richtig. Ich hab's leider wieder doch nicht gehört. Schade. Ja, das ist richtig. Günther. Ach so. Um ehrlich zu sein, treibt mich nun diese Frage um. Den Block. Wurden Herr Layton und Herr Direktor von der gleichen Hexe ermordet? Oh. Das frag ich mich die ganze Zeit schon. Wer sagt denn, dass das miteinander zu tun haben muss überhaupt? Euer Ehren, bitte erinnert euch daran, dass die Inquisition dies ebenfalls behauptet. Hat aber recht, in beiden Fällen muss es sich um den gleichen Täter handeln. Und zumindest ist es möglich, dass die Hexe den Spruch Goldor benutzt hat, um Herrn de Victoire zu ermorden. Was? Das Gericht bittet nun die Verteidigung, uns einen Beweis zu liefern. Habt ihr einen Beweis, dass die Hexe den Herrn de Victor mit Goldor getötet haben könnte? Zusammenfassung, nein. Grundriss. Warte mal, Goldor ist jetzt was genau?
Goldtor ist doch eigentlich... Goldtor ist das mit der grünen Wand, ne? Ja. Dass man da durch kann. Ja. Okay. Nicht, dass ich es jetzt verwechsel. Also... Was haben wir hier für drei Tatortskizzen? Hm. Haben wir dort... Können es wir könnte da... Eine... Ja, schau mal, er wurde doch erwürgt. Vielleicht hat die Hexe so durch das Portal mit den Händen nur gegriffen und und gar nicht durchgestiegen quasi. Na, aber geht das denn? Weil, reicht das denn? Also das theoretisch, so weit, ne? Theoretisch wäre es ja nicht, wäre auf jeden Fall wahrscheinlich, dass das gehen könnte. Aber jetzt ist die Frage, was könnte... Ah! Merkst du was? Ne? Was denn? Bei der Tatortskizze ist da was hinter dem Bild. Ach ja, auch der grüne Fleck schon, guck mal. In der Chateau-Dier-Chateaube. Also würde ich sagen, die präsentieren wir die Skizzen. Nimm das! Ich möchte, dass ihr euch dies genauer anschaut. Das sind doch die Skizzen des Gerichtszeichners, nicht wahr? Das ist ein Übersichtsplan. Nein, das war gerade nicht. Wie man in dieser Skizze erkennen kann, saß das Opfer an seinem Schreibtisch, als es ermordet wurde. Und was sehen wir direkt hinter dem Opfer? Ein kleines Gemälde mit einer Landschaft darauf. Ganz recht! Vielen Dank, werter Inquisitor. Aber da wäre noch ein wichtiger Punkt hinter dem Gemälde. Ein grüner Punkt! Ein grüner Punkt! Also ist da Müll hinter dem Gemälde. Aber biologisch abbaubarer. Schaut euch das Gemälde genau an. Fällt euch noch etwas dahinter auf? Oh, oh! Etwas, das meine These untermauert? Unterwandert. Oh, 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 ich sehe es. Ich sehe es. Nehmen Sie mich, Herr Wright, nehmen Sie mich. Ich weiß es. Ich will. Oder wie früher das so... Ich weiß. Die Wand hinter dem Gemälde war damals schon grün angemalt. Also könnte die Hexe den Portalzauber... Entschuldigung. Auf. Tatsächlich schon vor 3 Monaten eingesetzt haben. Einspruch. Boah! Puh. Immer wenn er das macht, da geht irgendwas zu Bruch. Immer wenn der kleine Hunger kommt. Ein Moment bitte, hohes Gericht. Bedenkt, wie klein jenes Portal gewesen sein muss. Nicht mal eine Hexe ist so klein. Jetzt kommt wahrscheinlich noch der Schrumpfzauber. Natürlich ist die Hexe nicht direkt hindurch gelangt, aber wenn ihr euch die Entfernung zwischen dem Portal und dem Opfer anschaut. Du Opfer. Du Opfer. Du Mordopfer. Werdet ihr bemerken, dass Herrn de Victoire nur eine Armeslänge von der Stelle entfernt saß, an der das Portal gewesen sein könnte. Juhu! Die Hexe musste den Raum nicht einmal betreten. Sie musste nur mit den Armen durch das Portal greifen, um Herrn de Victoire zu erwürgen, der direkt beim Gemälde saß. Ruhe. Inklusive Gandalf. Was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein dazu? Eine gar faszinierende Theorie habt ihr da gesponnen, Herr Blaurock. Doch leider enthält sie einen bedeutenden Niederschmuss. Der darf das nicht zu oft machen. Ich hab neben mir gehen langsam die Explosionen aus. Und der wäre... Noch ein paar suchen. Ja. So, sag mir, warum dachten wir, dass Umbra benutzt werden musste? Natürlich hatten wir einen triftigen Grund. Und was war nun genau dieser Grund? Der Richter hat von nichts eine Ahnung. Der Schauplatz des Verbrechens wurde manipuliert. Was wurde er? Manipuliert. Was wurde er? Manipuliert. Ich mag es, wie du das sagst. Sag doch einfach nochmal.
Nein, wirklich nicht. Inwiefern? Manipuliert. Ruft euch die Umstände des Todes von Herrn Demeter ins Gedächtnis. Und sogar ihr solltet es dann verstehen können. Was denn? Das ist manipuliert. Das Opfer wurde manipuliert. Inwiefern? Es ging zur Maniküre. Okay, das Opfer. Wie hieß das Opfer überhaupt? Manni. Und manchmal hat Manni geputzt. Und manchmal hat sogar manipuliert. Ja, an sehr vielen Tagen. An mannigfaltigen. Okay, weiter. Und doch gab es keinerlei Kampfspuren. Recht unmöglich, nicht wahr? Worauf wollt ihr hinaus?